Das Internet, ein Raum der unbegrenzten Möglichkeiten. Inzwischen ist den meisten von uns aber auch bewusst, dass da und dort Gefahren lauern. Mit grundlegenden digitalen Kompetenzen kann man sich jedoch sehr einfach davor schützen. Auch vor den in den Medien viel berichteten Hackerangriffen. Um mit einigen Missverständnissen aufzuräumen, wollen wir mit diesem Faktencheck zunächst aufklären, was Hacking überhaupt ist. Ja, Hacking kann man eigentlich sehr weit fassen. Ja? Wenn ein kleines Kind sein Spielzeug zerlegt, ist es auch eine Form von Hacking, weil jemand, der hackt, einfach wissen möchte, verstehen möchte, wie funktioniert etwas. Dieses Etwas kann ein Computerprogramm sein, das kann ein Service sein, das aus dem Netz nutzen, das kann eine App sein, das kann aber Hardware sein oder eben, wie beim Kind, ein Spielzeug. Welche Ziele verfolgen Hackerinnen und Hacker? Wir unterscheiden zwischen den White Hats und den Black Hats und natürlich gibt es Grey Hats, weil es ja einen Graubereich dazwischen gibt. Es gibt viel mehr Gute, nur die Bösen haben die bessere Publicity. Das heißt, wir merken uns natürlich viel eher die spektakulären Hacks, die Firmen zum Erliegen bringen, als wenn jemand eine Sicherheitslücke findet, die unser aller Leben sicherer macht. Wie kann man sich vor böswilligem Hacking schützen? Im Wesentlichen kann man sagen, wenn Sie drauf schauen, dass Ihre Systeme up-to-date sind, das heißt, dass die in Ordnung sind, dass die nicht uralte Softwarekomponenten verwenden. Ja. Wenn Sie darauf schauen, dass Sie Ihre Passwörter regelmäßig ändern und die Qualität Ihrer Passwörter auch halbwegs entspricht. Wenn Sie darauf schauen, dass Sie regelmäßig Ihre Daten sichern. Ja. Und wenn Sie sich an einige grundlegende Verhaltensregeln halten, dann sind Sie schon auf der sicheren Seite. Hacking ist also nicht automatisch schlecht. Mit diesen Tipps sind Sie jedenfalls davor geschützt und sicher in der digitalen Welt unterwegs.